Hallöchen und herzlich willkommen zurück. So, mit dem Topper habe ich draußen gesprochen. Der war kurz da, der hat mir gezeigt, der hat einen Amargosaurus, hat er gefunden auf Karte hier. Ja, ein Amargosaurus. So, wir haben alles weggeräumt. Raptor ist Ratzekalle. Ach nee, fast leer. Okay, dann müssen wir das noch kurz eben erledigen. Bringen wir das alles mit? Klar. So. Wenn wir das weggeräumt haben, werden wir mal einschmelzen und gucken, wie das denn funktioniert. Wir haben das nur einmal am Anfang, hatte Topper uns so einen Energiestein gegeben, damit wir die Schmelze betreiben können. Das können wir ja mittlerweile jetzt selber, weil wir haben ja auch diese Energiesteine. So. Können wir hier mit reintun? Das auch, das auch. Das kommt hoch. Metall parken wir dahin. Zack. So. Wie viel ist hier noch drin? An Paste. Dann packen wir das hier mit rein. So, jetzt gehen wir schon mal hinten zur Schmiede rein. Schauen wir mal. Hier sammeln wir die Trophäen, die wir bisher haben. Tja, das packe ich erstmal auch hier mit rein. So. Ist Metall schon durchgeschmelzt? Ne, Metall schmelzt noch. So, dann gehen wir eben kurz da hoch. Da oben haben wir nämlich Tech drin. Ach ja, Bob ist auch wieder da. Bob 3.0. Hallo Bob. So. Das tun wir hier rein. So. Jetzt können wir aber losgehen und mal gucken, wie das mit der Schmelze funzt. So, also. Wir brauchen dafür auf jeden Fall einen Energiestein. Energiestein, das kann man nicht einschmelzen. Und dann das Gold und das hier kann man einschmelzen. Das nehmen wir schon mal mit. Was daraus wird, weiß ich nicht. Nehme ich mal zwei Steine mit. Und mal gucken, ob wir das Gold pullen können. So, Energiestein. So, so, so. Dann können wir nämlich einschalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Gold pullen. Ne, wir können gar nichts pullen. Okay, dann hole ich mal das Gold ran. So, erstmal ein bisschen Gold ran. Zack, zack. Können wir noch ein drittes? Ja, dann sind wir voll. So, das soll uns auch erstmal reichen. Wir haben ja schon Gold mit Topper am Anfang geschmolzen. So. Also, einschalten. Und schon geht eins weg. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Also, Gold geht relativ schnell. Und die schmelzen gar nicht, oder was? Oh, und wenn ich das Gold rausnehme, schmelzen die dann? Nee. Muss ich das anwählen? Ich muss das anwählen, okay. Weil das Gold geht ja selbstständig. Bei der Schmiede habe ich das mit Gold getestet. Also hier bei unserer Schmiede. Hier hinten bei der Industrieforge. Also Gold wird nur geschmolzen, wenn es am Ende ist. Also wenn kein Metall geschmolzen wird und dann kommt da Metall raus, Altmetall. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich denke mal, das ist noch ein Fehler. Also bis jetzt, deswegen, wir schmelzen alles hier ein. So. Und, oh, wir können jetzt das machen. Ach so, das ist Mithril Alloy. Okay. Ich dachte, das läuft automatisch durch. Ah, das wird dann aber was Längeres. Okay. Wofür wir das brauchen, ich weiß es noch nicht, Leute. Ach nee, war das nicht bei dem Boss-Terminal für diesen Würfel, den wir bauen müssen, um die Bosse zu beschwören? Da stand doch auch irgendwas mit diesem
Mithril Alloy oder sowas. Deswegen sind hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Und daraus macht man dann eins davon. Okay. Aber es braucht ganz schön lange, ne? Würde ich ja mal so gesagt haben. Das Gold geht durch wie nichts. Aber der Rest dauert ganz schön lange. Das wiegt aber auch nur 0,1, ne? Kann ich noch eins in Auftrag geben? Ja. Okay. Kann ich das jetzt machen, bis sie dunkel werden, oder was? Wenn man alles in Auftrag geben kann, wäre klasse. Dass die wenigstens dann schon mal durchlaufen. Wenn wir sehen, ja, die fangen sofort wieder neu an, also. Das geht. Dann würden wir das nämlich hier gleich durchlaufen lassen. Weil wir wollen ja eigentlich hier die Fragezeichen machen, ne? Na komm, so viele sind das doch wohl nicht. Ach je. Ich will jetzt hier aber nicht stundenlang stehen und das durchklickern. Weiß ja auch nicht, wie lange so ein Energiestein hält, hier so ein Stein. Ob der hält, bis ich ausmache oder so? So, durchgeklickt würde ich sagen, ne? Dann warten wir das eben kurz ab. So, geben wir hier noch in Auftrag. Das nehmen wir mal mit. So, tun wir schon mal eine Schmiede rein. Und ich denke, dann lassen wir das durchlaufen. Ach, nicht da rein, da rein. So. Also Alloy ist dann das Beste. Dann kommt das ist daraus Gold. Ja, und das Tobia Bossfight Gems. Okay. Oh. Hiervon können wir noch 3 Stück dazu hauen. Ich weiß ja nicht, wofür wir die Goldbarren brauchen. Ob wir das nur für die Bossfights brauchen? Vielleicht kommt das ja noch später hinzu oder so. Oh. So. So. Dann düsen wir jetzt auf jeden Fall los, lassen das da mal löffeln. So. Zack. Achso, Munition. Müsste noch aufmunitionieren, falls wir noch mehr Zwerge treffen. Noch einen Zwergenaufstand haben oder so. So. Ich fülle ja immer so auf 250 auf. Das reicht eigentlich immer. Weil wir die guten Waffen haben. Wir haben die ja komplett abgegradet. So. Wo haben wir jetzt noch Fragezeichen? Und zwar, da unten waren wir ja.
Da ist eine Burg. Und die nächsten Fragezeichen sind da oben. Okay, das wäre dann bei Topper vorbei, ne? Wenn das bei Topper vorbei ist, dann könnten wir doch eigentlich dahin springen, ne? Ach, wir laufen dahin. So. So, wir haben ja Speedy am Start hier. Wir sind ja ziemlich schnell. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das mit der Schmiede funktioniert. Mit dem Durchklickern ist zwar, ist man nicht gewohnt von der Schmiede, aber ich denke, das ist ja auch kein Problem. Bin auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt wegen Gold und sowas. Na, nicht hakeln. Was ist los? Ist hier irgendwas? Nee, geht. Gut. Oder ist Speedy zu schnell? Hier ist ja das Boss-Terminal. Beziehungsweise grüne Ark. So. Da sind wir eigentlich ziemlich flott. So groß ist die Karte ja nicht. Gehen wir da zum Plus hin. Und dann da hoch. Ja. Denke ich mal. Folgen wir mal den Weg hier. Die Wege hier, wenn man auf Karte guckt, die haben ja jetzt Sinn, weil der Weg ist ja gepunktet. Du siehst direkt, welchen Weg du folgen kannst. Finde ich gar nicht schlecht. Geh weg, lass uns hier durch. Ich finde das gut gemacht mit den Wegen. Vor allem jetzt haben die Wege richtig Sinn hier. Hallo. Loot. Loote müssen wir mitnehmen. Ja, ganz toll. Oh, Juti. Wo ist der Juti? Spiel mit den anderen Juti, nicht mit uns. Oh. Der ist hier unten. Okay. Ja, ganz ruhig bleiben. Speedy. Der brüllt dich nicht an. Wir sind Bros. Wir gehen einfach. So. Und der Celino. Hier haben wir noch, ne? So. Ach du. Ahnst es nicht. Das brauchen wir nicht. Ich könnte ihm eigentlich das Zeug... Och, ich hab noch The Gold mit, ne? Ach je. So. Speedy, jetzt bist du Goldi. So, hier kennen wir ja vom Anfang her. Wir sind ja da hinten gespawnt. Wir gehen hier mal wieder hoch. So. Hier fängt es dann so langsam gleich an, wo ich noch nicht war. Da vorne sind die Inseln, ja. Hallo, Affe. Ja, tut mir leid, hast dich erschreckt, ne? Böser Raptor. So, wir düseln mal hierher. So. Also da vorne ist Topper drauf und auf der Insel, die hat Gandalf bebaut. Oder ist er am Bebauen? So. Noch irgendwas Besonderes? Wir müssen ja jetzt Richtung Fragezeichen laufen. Na ja, da war noch was. Da ist was Rotes. Da weiß ich gar nicht. War da was? Wir gucken einfach. Da sind Geysire. Wenn man sich da drauf stellt, wisst ihr ja. Ab gen Himmel. Ich weiß, ich renne jetzt hier bisschen über Karte, aber ich denke, wir wollen ja auch die interessanten Sachen sehen, so wie das Fragezeichen und sowas. Oder was sich hinter dem Fragezeichen verbirgt. Oh, ein Tech-Stego. Wir haben noch keinen guten Tech-Stego. 60. Und wir werden auch keinen kriegen. Also heute nicht. So.
So, Speedy. Ach, guck hier an. Hier haben wir ein schönes Häuschen. Weil hier ist direkt Garten drin. Wir haben hier Mais, Kartoffeln und Möhrchen und Zitronen. Auch nicht schlecht. Und hier kann man direkt reinbauen. Wenn man hier, hier kann man ja direkt reinbauen und braucht nicht mit Foundation arbeiten, dann sollte das wieder nachwachsen. Seitdem man zäunt das natürlich ein, ne? Dann ist das natürlich vorbei. Aber coole Sache. Das finde ich immer klasse. Ach ja, hier waren wir schon. Also hier an dem Häuschen, da ist ja von Gandalf die Base und darunter quasi, hier, da haben wir die ganzen Fjörtoks her. Wenn wir hier hergelaufen sind, kamen hier die ganzen Fjörtoks immer. Na, kommt wieder ein Fjörtok? Wir haben ja am Häuschen geguckt, da hat man ganz viele Fjörtoks. Bestimmt 5, 6 Stück, die hin und her geflogen sind. Hier der Turm. Weiß nicht, wir können uns mal so einen Turm angucken. Und die sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Können wir mal hochgehen. Güldene Fenster und so. Der Pyro eingerahmt. Als Bild. Sehr schön. Dazu sage ich nur Hallo. Genau. Na, weiter raus komme ich nicht. Hier gehen wir wieder runter. Hier haben wir die tollen Tech-Schuhe an. So. Speedy. Und weiter geht's. Wie gesagt, hier kommen immer die Fjörtoks, aber... egal. Gerade nicht. Ach, hallo. Hast du eine Schuppe für uns? Danke. Ach, seht ihr, da sind schon Fjörtoks. Da. Sag ich doch, hier sind ganz Fjörtoks. Hey je. Ja, wir haben genug, wir brauchen keine mehr. Braucht euch gar nicht an uns hängen, wir, ne, machen da nichts. Wir haben genug. Meistens kommen sowieso nur die Kleinen mit. Oh. So. Hier geht es dann hoch zum Gandalf. Da. Hier kann man Salz und sowas kriegen. So. So genau. Und weiter als bis Gandalf war ich nämlich noch nicht. Jetzt betreten wir ein neues Gebiet. Für mich zumindest. So, und hier irgendwo müssen dann die Fragezeichen kommen. Da. Da ist ein Fragezeichen. Da beim Wasserfall. Okay. Dann schauen wir mal nach, was da am Wasserfall los ist. Ein Eingang oder so, oder? Auf jeden Fall schon mal wieder große Statue. War bestimmt noch so ein Zwergending. Ich mag die Zwerge. Da ist ein Eingang. Da. Spinnen. Okay. Und hier sind auch Fjörtoks. Ja, dann wollen wir da mal rüber. Kommen wir hier auch raus? Nein, aber da vorne. So.
Ich komme gar nicht hoch. Aha. Oje, müssen wir echt außen rumlaufen. Ist hier noch was drin, was Tolles? Auch hier sind auch Perlen drin. Okay. Ansonsten nichts. Hallo Rex, du bist beschäftigt. Das ist sehr schön. Wir tauchen denn mal unter dir drunter her. So. Ach, hier ist ein Weg. So hoch. Komm, bevor du uns auf den Sack gehst, ne? Thors Hammer. Ach nö. Mal wieder unten. Dafür rächen wir uns aber. So. Müssen wir da wieder hoch? Ach je. Ach je. So. Noch irgendeiner, der uns auf dem... Ja, natürlich. Na? Ohne Rudelpumps machen wir aber mehr Schaden. So, ist hier irgendwas, was uns wehtut? Nein. Fjörtoks, war klar. So, dann zeige ich dir mal auf Karte. Und die Koordinatis. So. Und zwar, wie ihr seht, sind die Koordinatis 31,5 zu 70,6. Würde ich sagen, ist die Spinnenhöhle. Hier oben an den Bergen. Gut. Wollen wir mal gucken, was in der Spinnenhöhle drin ist. Fjörtux, wollt ihr uns begleiten? 3 Stück? Okay, dann kommt mal mit. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die Höhlen schon fertig sind, ne? Oder was hier drin ist. Oh, das sind Fledermäuse. Ich gehe mal hier hoch, habe ich eine bessere Übersicht. Okay. Also ist schon was los. Sturb. Es will einfach nicht sterben, ne? Jetzt tot oder nicht? Es backt da unten immer noch rum. Da machen wir mal, ne? Zack. Irgendwie bleibt die da oben drüber liegen. Seht ihr? Die kam da gar nicht richtig an. Irgendwie ist da eine Hitbox drüber. Kein Problem, gehen wir so hin. Ist ja so gut wie alles weg da, ne? So. Das sieht schon mal echt fett aus, ne? So, da müssen wir natürlich Bilder machen.
Vielleicht kriegen wir auch ein Bild mit uns hin. So. Mit Fjörtoks am Start und so. So. Lassen wir uns nicht von beirren. Wir gehen weiter in der Spinnenhöhle. Ach, du willst fressen da oben, ne? Ja, dann fress du mal. Kommst du auch wieder? So. Kacki. Oje, 314 kann ich nicht tamen, der ist in der Höhle. Schade. So, mal gucken, was hier noch drin ist in dieser Spinnenhöhle. Vielleicht ist das ja sogar eine Artefakthöhle. Also bis jetzt sind einfach nur Spinnenweben da. Ein paar Viecher. Heje, mir schwant Übles, Leute. Das wäre dann unser erstes Artefakt. Hier hinten jetzt wieder raus. Okay. Zeige ich mal die Koordinaten vom Ausgang. Und zwar sind wir nicht weit gegangen. Der zweite Ausgang wäre dann 25,9 zu 70,8. Man sieht es ja hier auf Karte, wo wir sind, da oben. Und 25,9 zu 70,8. Okay. Irgendeiner hat das schon entdeckt. Ich denke mal Topper. Ja, yep, der Hotshots. Topper. Gut. Soweit dazu. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, hier von der Spinnenhöhle aus, die wir gemeistert haben, würde ich mal sagen, in dem Sinne, tüdelü und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Fragezeichen. Ist ja nicht weit weg.